Servus und habe die Ehre zu einem neuen kleinen Video auf meinem kleinen YouTube-Kanälchen. Ja, heute mal quasi, wie es für echte Vlogger gehört, aus dem Auto raus, denn es regnet. Ich bin heute mal auf dem Weg, quasi mir irgendwas anzuschauen, einfach mal was anderes sehen. Und auch quasi mit Corona jetzt, Augsburg hat gerade einen Wert von über 177, will ich jetzt nicht hier unbedingt was quasi mit anderen Menschen machen, wenn ich ehrlich bin. Aus Selbstschutz und auch als Schutz der Gesellschaft gegenüber, denn Social Distancing rettet Leben, nicht wahr? Nachdem einfach unser Regen nicht aufhören will und ich auf der Autobahn im Stau stand und alles ein bisschen bäh ist, habe ich mich entschlossen, mich mal wieder ein bisschen auf meine Ursinne oder halt auf meinen Ursprung zu konzentrieren. Ich bin jetzt nun in Fürstenfeldbruck auf dem jetzt total anders aussehenden Volksfestplatz. Ich habe hier in meiner Vergangenheit echt viele Wochen und Monate verbracht. Also jetzt nicht hier auf dem Platz, sondern in Bruck an sich. Jo, und dann kam so liebes Miepsi dazwischen. Ich war jetzt urzlang nicht mehr hier. Ich muss sagen, so nichts ist echt so stetig wie der Wandel. Denn es ändert sich einfach alles hier. Und auch so hatte ich jetzt noch Glück, quasi einen Parkplatz zu kriegen, wo ich ein bisschen was aufnehmen kann für euch. Auf jeden Fall spannend und auch schön, mal wieder hier zu sein. Auch wenn es jetzt wirklich 10 Jahre und noch länger gebraucht habe, um mich da durchzuringen. So oder so. Auf jeden Fall, da es regnet und ich nass werde und meine Mütze auch so sich so kräuselt, quasi vor der Feuchtigkeit, ein etwas schnelleres Thema. Und zwar, es geht um Stottern, Winter und Erkältung. Mein Auslöser war quasi mein letztes Video vom Ammersee, wo ich erst viel zu spät gemerkt habe, dass ich durch einen kalten Hals und so weiter echt am Stottern war und es dann in der Post-Production noch in die noch ins Video reingeschrieben habe, aber nicht gesprochen, weil ich es einfach nicht gemerkt habe. Genau. Und auf dieses Thema quasi mag ich jetzt halt auch ein bisschen eingehen. Denn, ja, Stottern ist zumindest für mich, also wie gesagt, wie immer, das ist keine Verallgemeinerung, es geht hier nur um mich quasi, echt schwer, flüssig zu reden, wenn ich unterwegs bin oder sowas. Versteht mich nicht falsch, ich mag Winter, ich mag, wenn es mal nicht wieder so heiß ist, ich mag auch Herbst, die schönen Blätter und so weiter, wunderbar. Nur zum flüssig sprechen ist es bei mir halt echt ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich bin. Jetzt kalt oder auch Erkältung quasi schlägt bei mir wirklich schnell auf den Hals. Ich weiß nicht warum, aber Hals und Ohren sind bei mir da eben halt einfach gleich schnell betroffen. Und zumindest mir geht es so, sobald ich halt irgendwas Erstörendes quasi am Hals habe, wird es mit der Sprache echt wirr, weil ich bin dann echt einfach total abgelenkt. Wie jetzt quasi von einem Auto, was hier vorbeifährt. Ich muss mal schnell meine Position wechseln, weil ich werde echt nass. Ich stehe unter meinem Vorraumdingsi und ich will auch meinen Arm nicht weiter ausstrecken. Deswegen müsst ihr mit meinem Doppelkinn jetzt erstmal vorlieb nehmen. So, also wie gesagt, sobald ich irgendwas am Hals, irgendwas habe, was nicht normal ist, das kann auch quasi ein zu enger Pulli sein, eine Krawatte sein und so weiter. Ja. Bin ich quasi von meinen Gedanken, quasi wie ich flüssig reden kann, vollkommen abgelenkt. Und das bedeutet, ja, ich stottere dann mehr und ja, ich merke es immer weniger. Und ja, ich muss damit noch besser lernen, umzugehen. Und ich merke quasi, ich sage das immer öfter, weil ich jetzt einfach immer öfter merke, was ich denn eigentlich noch nicht kann oder noch nicht gut kann. Und was mir das hier aufgefallen ist. Also, wie gesagt, nochmal Dankeschön quasi, dass ich dieses ganze Experiment machen kann und eben mit euch auch darüber rede und halt darüber auch über mich nachdenke und dann merke ich so, hey, das kannst du eigentlich echt nicht. Also, wenn ihr Stotterer quasi in eurem Bekanntenkreis habt und sie im Winter nicht so viel reden wollen, wenn ihr unterwegs seid im Freien oder ihr merkt, boah, da wird jetzt der Stottern echt mehr, denkt dran, es kann echt einfach daran liegen, dass sie quasi von ihrem Hals Schmerzen oder von der Kälte am Hals so abgelenkt sind, sodass sie sich nicht mehr darauf fokussieren können, flüssig zu reden. Jo, es wird jetzt echt eklig. Ich hoffe, ihr seht den ganzen Regen mal hier hinten. Es wird nass, ich gehe. Ja,
muss auch sagen, ich habe mir ein bisschen mehr unter diesem Video an Inhalten und so angedacht und vorgestellt. Aber ich dachte mir, mal wieder eine schnelle Aussage an sich und vielleicht wird es ja beim nächsten Mal echt ein bisschen besser im Wetter. So long. Dankeschön fürs Zuschauen und für all euren Support. Und wie gesagt, wenn ihr mich anschreiben wollt oder sowas zu irgendwas, lasst es mich wissen. Alle meine Social Media Miepsis quasi sind in den Videokommentaren, in der Videobeschreibung halt verlinkt und ihr könnt wie immer auch in die Kommentare gerne schreiben, was ihr denn gerne mal wissen wollt, quasi von einem Stotterer. Keine Scheu, einfach nachfragen. So long, Dankeschön fürs Zusehen, hab die Ehre, Servus und Baba. So, und nachdem es ja heute nicht so schön und erfolgreich war, erstmal zum Sport, um ein bisschen so, und da jetzt unser Tag jetzt nicht so erfolgreich war mit unserer Location und so weiter, bin ich jetzt doch erstmal schnell zum Sport gegangen. Denn nichts quasi macht den Kopf so frei, wie wenn man sich jetzt mal auspowern kann. Auch als kleiner, dicker Panda bringt es echt viel. So lang. So. Den ersten Teil geschafft, eine Stunde lang Cardio. Und jetzt noch ein bisschen was quasi für die Lauchärmchen. Und dann geht's heim und dann geht's ans Wohnungsputzen und ans Video schneiden. So long. Ich mach mal weiter. Ciao, ciao. Wobei ich aber sagen muss, ich glaube, ich habe eine von den schönsten Fitnessstudio-Aussichten, oder? Und alle, die Augsburg nicht kennen, das da hinten. Ist der Hotelturm, das einzigste Hochhaus in Augsburg. So. Nun habe ich alles geschafft. Ich hoffe, ihr habt auch ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch alles Gute. Habt die Ehre. Servus und Baba.